Ja, Servus und Hallo YouTube. Wieder eine weitere Folge auf der Wildbachtal. Bist du noch ein bisschen überlegt? Wir fangen heute wieder an und ich würde sagen, wir schwaden noch ein bisschen. Fangen wir auch hier gleich an, damit es auch losgeht. Würde ich sagen, fahren wir runter an das Feld. Und legen da noch ein paar Schwade. Ich gucke mal auf die Uhr, wie lang es dauert. Ansonsten würde ich sagen, mache ich nachher einfach einen Break, lass den Schlepper mal nehmen mit heim und würde dann mit dem Ladewagen ein paar Fuhren einladen und würde die auf den Hof bringen, damit das nicht so eintönig wird. Aber die Arbeit muss ja auch gemacht werden. Ist ja nicht so, dass sich das von alleine schwadet. Auch wenn es offline ist. Ich denke, das Feld hier ist von der Größe her zum Angucken relativ okay. Es muss auch einigermaßen schnell gehen, hoffe ich zumindest. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich habe unten schon mal auf den Feldern geguckt. Wir haben irgendwie ein bisschen Verbissspuren von Wildschweinen, so wie es aussieht. Da schon mit dem Förster gesprochen. Er will mal gucken, ob es eine kleine Entschädigung gibt. Das sind nämlich einige Flächen, die rausgefressen sind und da ist nichts angewachsen. Vielleicht kann man das von hier jetzt sehen, wenn wir da vorbeisparen, viel zu schnell. Besser. Sieht man es von hier oben? Ja, das sieht man, da ist ein Riesenplatz. Da ist nichts aufgegangen, also sind anscheinend die Sojakörner einfach rausgefressen worden. Da war anscheinend der Boden relativ weich. Aber was will man machen? Müssen wieder ausschalten. Sonst kriegen wir hier Probleme mit der Schwad. Ziehen jetzt mal hier runter eine. Nehme ich das vorne noch mit. Ja, das passt. Dann wollen wir mal gucken, was es diesmal an Ertrag im Silo dann gibt. Die Wiesen und Felder habe ich alle gekalkt. Man sieht das hier. Ist nur etwas blöd, dass hier außen am Rand dann so weißes Zeug liegen bleibt. Wäre schöner, wenn das da gar nicht angenommen wäre. Aber es ist. Mal gucken, ob das dann irgendwie weggeht. Aber es sieht nicht so aus. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das da hinten sich rauswäscht oder weggeht. Ein bisschen aufpassen. Der Nachbar ist immer ein bisschen läppisch, wenn es um seinen Zaun geht. Nicht, dass wir da mit dem Schwader hier hängen bleiben. Passt sich. Geben wir mal Gas. Auf jeden Fall schon mal vom Zaun weg. Ja, meine Tasten, die nehmen nicht mehr 100% den Druck an von der Seitenkonsole. Manchmal das Gefühl, die pfeift aus dem letzten Loch. Sollte eigentlich noch ein paar Tage halten. Aber es ist halt nicht so hochwertige Qualität, leider. Das schwaden wir mal so hin, dann kann man mit dem Ladewagen das schön aufnehmen. Die gerade noch nach vorne. Ja, das passt sich. Sollte wenn einigermaßen schnell gehen, jetzt hier das zusammenzulegen. Schwad. Den
Den Ladewagen habe ich schon so weit abgeschmiert und habe ihn an den IHC-Case diesmal angehängt. Ich denke, das müsste auch reichen. Aber es liegt etwas dünn hier, das Futter, obwohl es ausgewachsen war, wo wir es gemäht haben. Gucken, was für ein Ertrag rauskommt. Ja, da unten sieht man jetzt die Stelle. Und hinten am Acker, da ist auch noch so ein bisschen was. Hier vorne auch. Oder die Sämaschine war verstopft. Geht natürlich auch. Der Mais ist auch schon schön aufgegangen. Mal gucken, was wir da machen. Ich würde ja gerne hier auch eigentlich mal Mais-Silage machen. Aber da muss man gucken, wie ich das dann hinbekomme mit dem Abfahren. Weil das wird wahrscheinlich hier auf den engen Feldern mit dem Helver oder Coarseplay, glaube ich, dass das nicht dementsprechend hinhaut. Das gibt dann nur Probleme, aber man kann an den einen Maishäcksler, den ich habe, kann man ja auch, das ist auch ein älteres Modell, das ist dieser entweder der New Holland oder der Fiat, muss ich mal gucken, welchen ich nehme, kann man auch Anhänger dranhängen. Das heißt, man könnte dann den Häcksler häckseln lassen und könnte dann nur die Anhänger dementsprechend abfahren und in die Mais, den Mais in die Basilos einlagern. Dann könnte man das eventuell so spielen. Anders denke ich, wird es da hinten nur ein Fiasko geben mit den. Die sind so eng, die Felder. Da fährt mir wahrscheinlich jemals in Graben oder gegen die Zäune. Und das sieht dann auch ein wenig blöd aus. Da habe ich nämlich nicht so viel Lust dazu. Aber mal gucken, es ist ja noch ein bisschen hin. Es ist ja erst in der in der zweiten grünen Wachstumsstufe. Das wird dann doch noch ein paar Tage dauern, bis das dann auch so weit ist, dass es dann erntereif wäre. Ansonsten wird uns nichts übrig bleiben und wir müssen dann halt Körnermais machen. Aber wir haben ja auch die Hof-BGA, die müsste auch gefüttert werden. Und dann könnte man vielleicht doch, wenn sie irgendwo mal ein bisschen Geld bekommen aus der BGA, könnte man vielleicht doch noch einen Futtermischwagen sich hier anschaffen. Da gibt es einen Kombiwagen, der geht für die Schweine als auch für die Kühe. Das wäre ja dementsprechend hier richtig gut. Da könnte man nämlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Müssen wir nochmal gucken, was für Mischverhältnisse da gebraucht werden, aber der kennt das auf jeden Fall, wenn Soja oder sowas reinkommt, was eher schweinetypisch ist, erkennt er das und mischt dann Schweinefutter. Ah, ich hab's wieder vergessen. Ja, so wirft er das auseinander dann, das ist immer so ein bisschen unschön. Mal gucken, dass ich jetzt nochmal gerade ziehe jetzt. Jetzt sollte man sich doch diesen Zweikreisel-Schwadern mal holen, den kleinen. Dann würde es auch etwas schneller gehen mit dem Schwaden hier. Ja, machen wir das auch noch. Und dann machen wir uns auf den Hof. Sehen zu, dass wir den Ladewagen an Start bekommen. Ja, der hebt den nicht hoch. Doch. Die Taste. Ziehen wir das gerade noch ein bisschen hoch, dann sieht das aus, als wäre es so gewollt. Ja, passt besser. Einklappen.
Und dann geht's zum Ladewagen. Ja, man sieht das hier, der Mais sieht ganz gut aus. Ist auch alles jetzt, was wir hier angesät haben, ist 100% gedüngt. Pflanzenschutz haben wir auch gemacht. Es war sogar gepflügt. Es ist gekalkt. Bin ich mal gespannt, was das ausmacht. Wir müssten den eventuell mal hier hinstellen, dass man mit dem Ladewagen nachher. Perfekt. Mit dem Ladewagen schön rauskommen. Nehmen wir auch gleich hier das erste. Fällt gleich mit. Das ist etwas schöner, wenn er hochtourig fährt. Und dann sehen wir zu, was wir hier reinbekommen. Das letzte Mal war es, glaube ich, nicht ganz ein Wagen. Na, da hinten muss ich mir mal was einfallen lassen. Das ist so blöd hier an der Kuppe. Stoßen. Die Gabona, nehmen wir das nochmal hier mit. Ladewagen müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass man etwas bekommt mit etwas mehr Kapazität. Das sind, glaube ich, hier nur knappe 24.000. Das ist nicht die Welt, was hier reingeht. So. Jetzt auch keinen Riesenladewagen haben, aber sowas um die 30, 31, das wäre dann doch ja auch noch mit dem IACKs fahrbar, denke ich. Weil das ist dann ja doch eine ganze Ecke weniger. Oh. Der Hof ist eng. Zur nächsten Bahn. Was haben wir drin? Sieht aus, als wäre es diesmal mehr. Kann natürlich sein, dass die beim ersten Mal so gut wie gar nicht gedüngt waren, die Felder. Die Kalk musste hier, glaube ich, auch drauf. Na was? Also wie gesagt, es war nur ein knapper Wagen voll. Ich denke mal, das wird jetzt hier etwas mehr werden. Da müssen wir nochmal zurückstoßen. Das passt sich gut. Er hat mal kurz im Drehzahlloch gesteckt. Aber sollte er packen, auch im sechsten. Eine langsame Gruppe drin. Ansonsten schalten wir mal einer runter. Packt er das? Ja, packt er. Nächste Bahn. Bin ich mal gespannt, was das ausmacht. Sieht so aus, als wäre er jetzt gleich voll. Ja, das ist diesmal mehr wie ein Wagen. Also das war dann doch eine ganze Ecke mehr, was das gebracht hat mit dem Düngen. Müssen sowieso noch mal her. Die Bahn lohnt sich dann, denke ich, nicht. Ja, ich glaube, wir müssen mal die Geräte
Warten. Das ist das Problem. Das habe ich gar nicht beachtet. Ja, gehen wir nachher mal gleich hin, reparieren die. Der Traktor, ja, das ist fast 32, 43%. Dann braucht er dringend mal eine Wartung. Na, werden wir gleich mal machen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hin, dann komme ich da rein in einem Zug. Das passt. Und gleich, hier muss ich Außenansicht machen, sonst sehe ich gar nicht, was ich ablade. Wie gesagt, das hier drüben müsste dann noch dementsprechend auch ausgeladen werden. Und da ist Schluss. Das passt sich ganz gut, denke ich. Hier drüben die Wiese, wie gesagt, ist auch gemäht. Dann werden wir nochmal die BGA füttern. Muss mal gucken, dann die nächste Tag-Nacht-Umstellung, was dann da rauskommt. Da können wir auch mal gucken, ob wir hinten das Heu mitnehmen können, was da noch so rumliegt. Das müsste eigentlich jetzt erkannt werden als. Das müsste reichen. Wenn es unter 1% ist, müsste er dann aber wieder Gras einlagern. Ladewagen. Heute hat er Heu erkannt. Band müsste eigentlich gehen. Das funktioniert, dann ist es auch mal sauber. Das sieht immer schöner aus, wenn so eine Wiese doch im Großen und Ganzen dann vom Schnitt befreit ist, was noch rumliegt. Sieht immer blöd aus, finde ich. Vor allem, wenn man dann als nächstes immer, ich muss mal groß machen, in Außenansicht, dass ich die paar Brocken noch mitnehme, die hier rumfliegen. Sieht hier noch was? Das war nix. Ich habe nur nach der Schwarte geguckt. Reicht noch nicht. Das müsste rein. Ne, doch, packt. Da liegt noch ein Krümel. Da hinten, da komme ich schlecht hoch. Das ist am. Können Sie mal probieren, dann wäre es auch sauber. Pickup mal hoch. Aber das bekommt. Ne, das wird nix unterrollen lassen. Und ab dafür. CI. Ja, es wird, glaube ich, höchste Zeit, dass die alle Fahrzeuge und alle Geräte mal gewartet werden. Ich glaube, die sind in keinem guten Zustand. Ich habe ich auch gar nicht drauf geachtet, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Aber wenn man jetzt genau drauf guckt, ja, das ist noch die Hälfte auf der Uhr. Aber das werden wir dann gleich machen. Dann fahren wir nochmal runter, laden ein bisschen voll und dann mache ich dann da, denke ich, erstmal einen Cut. Na, bergrunter geht er ja. Fahren wir erstmal nicht ins fünfte Pickup. Ja, dieses Tool für die Anzeige.
Welches Gerät wo anhängt und was angeschaltet und ausgeschaltet ist, das habe ich jetzt mir unten rechts hingelegt. Ich finde, da ist durch diese Mod viel besser aufgehoben als oben links. Es ist zwar jetzt etwas geballter, was unten alles rumliegt, aber du guckst dann doch immer, ob Allrad drin ist, Differential ist, wie voll der Wagen ist. Und das ist einfach unten die zentrale Anzeige und die ist ja rechts. War früher so und hat sich auch, denke ich, soweit eigentlich ganz gut durchgesetzt. Warum soll das jetzt oben irgendwo links in der Ecke sein? Guckt kein Mensch hin. So, dann fahren wir die Bahn jetzt hier noch runter. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Muss, glaube ich, die Geräte erstmal alle warten. Weil sonst packt er das hier auf dem bergigen Hang nicht. Okay, würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Ich bedanke mich für alle, die es wieder angeguckt haben. Bitte für Tipps und Tricks bin ich dankbar. Kann ja jemand in die Kommentare schreiben, was noch besser gemacht werden könnte, dann, dass ich ein bisschen Input bekomme. Und wenn es jemand gefallen hat, würde ich darum bitten, einen Daumen hier zu lassen. Das wäre sehr schön. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!